guten Tag. Schön, dass ich wieder da bin. Ah ja, und ihr auch, klar. Ja, heute wieder ein Video. Ich hoffe, dass das auch gut wird. Dieses Video ist eine Widmung. Und zwar widme ich dieses Video meiner reizenden Ex-Freundin. Aus diesem Grunde habe ich mir gedacht, machen wir ein Video über lustige SMS. Jetzt wirklich lustige SMS zu finden ist nicht so ganz einfach. Ich bin jetzt bei SMS von gestern Nacht gelandet, weil das mache ich jetzt, weil sie hatte damals auch Bücher davon und hat sie mal geguckt. Und ja, ich soll ihr ein Video widmen, das was ich jetzt auch gerade tue, mit den allerschönsten Grüßen und herrlichsten, gell? Nicht wahr? Und habe ich mir gedacht, da passt natürlich dann, was macht man dann als Verschüttungsvideo? Da nehme ich doch einfach mal was darauf bezogen ist. So. Also SMS von gestern Nacht. Ich weiß jetzt nicht, es gibt lustigere Sachen, aber das sind dann halt SMS-Sprüche, die man schenken könnte, schicken könnte. Das sind jetzt natürlich dann SMS, die wirklich jemand mal geschrieben hat und das könnte natürlich ganz interessant werden. Also, wie gesagt, Widmungsvideo geht an die Ex-Freundin. Ist jetzt auch nicht irgendwie böse, also nicht, dass ihr jetzt meint, das ist jetzt was Negatives, sondern das ist jetzt wirklich ein... Egal. Hat sie schon verstanden, hat sie, oder? Hat sie. Gut, dann gehen wir mal gucken. Mal, Pitti, was hört ihr? Hört ihr, Pitti? Ich weiß nicht, hört man das? Pitti, was hast du denn? Die ist schon wieder gelangweilt. Ich lese einfach mal ein paar Sachen vor. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir das Video da nicht so ganz lang, weil ich nicht weiß, ob die alle gut sind oder ob das lustig ist oder was da überhaupt mit abgeht. Darum, ich habe jetzt auch schon eine halbe Stunde gelabert für nix, ey. Für Nüsse. Also, ach, guck mal hier. Direkt das erste in Nürnberg, wenn das nicht passt. Also, in Nürnberg. Wird jetzt mal vorbeikommen, Schnatti. Ja, ich zieh mir was an. Ach, bleib ruhig nackt. Vielleicht komme ich auch ohne Klamotten. In Hannover. Hey, magst du vorbeikommen? Und dann? Was willst du denn? Hauptsache keine Geschlechtskrankheiten. Alter. In Dortmund schreibt einer. Digga, ich hab jetzt eine Freundin. Als Antwort kommt zurück. Also. Knie, gay action, so fit unbefriedigt. So SMS kommen mir von dieser Person auch sehr bekannt vor. Bro, was ist da los? Wo bist du eigentlich gewesen? Eine halbe Stunde für den Quatsch. Und warum ist gay action das einzigste Wort, das richtig geschrieben ist? Keine Ahnung. Ich hab mir Haarfarbe gekauft, aber nicht darauf... Achso, das ist aus Hamburg. Hab mir Haarfarbe gekauft, aber nicht darauf geachtet, dass das ein Extremauffäller ist. Soll ich's wagen? Mehr als fick mich blöd kann's ja nicht werden. Hab beschlossen, meiner verkorksten Ausdauer... Achso, in Bremen. Meiner verkorksten Ausdauer den Kampf anzusagen. Werde jetzt joggen gehen, bis ich hechle wie ein Hund. Später kam dann eine SMS irgendwann. Und wie weit bist du gelaufen? Bis zum Briefkasten. Wolltest du nicht so lange, bis du hechelst wie ein Hund? Ja, eben. Boah, das ist eine gute Ausdauer, ey. Leck mich am Arsch. So. Was haben wir denn noch? Das haben wir doch gerade vorgelesen. Alter. Aha. Hallo, Schatz. Habt ihr ein 5 Kilo Netz spanische Astronauten gekauft? Saftorange natürlich. Keine Ahnung, was die von mir wollen. Aus Bremen war das. Leipzig, jetzt kommt was aus Leipzig. Ich weiß jetzt, was L von mir zum Geburtstag, zum Geburtstag bekommt. Eine Flasche Jägermeister und HIV. Schreibt jemand zurück. Wenn ich nicht wüsste, dass... Was? Wenn ich nicht wüsste, dass bei euch Plüschviren verkauft werden, wäre ich irritiert. Voll süß. Es hat ganz... große, coole Augen und einen auf... Was? Alter, was ist... Keine Ahnung, Alter, was da abgeht. Oh, Patty, was hast du denn, ey? Patty! Was hat die das? Keine Ahnung, was die hat. Die ist wieder gelangt. Patty, jetzt komm hier hin, verdammt nochmal, ey. Keine Ahnung, was die hat. Die hat irgendwas.
Gut, dass ich immer Alkohol im Haus habe. Also in deinem Haus. Der steht hier tatsächlich noch. Immer Vorsorgen, das ist doch nicht. Was? Dass der doch nicht verdunstet ist. Der reift, hat bestimmt schon ein paar Umdrehungen mehr. Deswegen war ich letztes Mal so voll. Manche Leute schreiben eine Scheiße. Eine richtige Scheiße, Alter. Was ist das denn? Was ist das? Hallo? Hallo? Leute, da war doch nur Scheiß, da war doch nur ein bisschen Spaß nebenbei, so. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt nicht das Beste, was wir hier gerade machen. Da müssen wir das Ganze mal ein bisschen aufpushen, ne? So, ich hoffe, das hat euch mal ein bisschen wachgerüttelt hier, gell? So. Was haben wir denn in Frankfurt? Ich glaube, in meinem früheren Leben war ich ein Teppich, weil ich liebe es, auf dem Boden zu liegen. Ja, super. In Kölle. Wie kann ich das so machen mit Wischi Wischi auf der Tastatur? Durchgehende Eingabe oder so heißt das bei mir. Alter, manche Leute schreiben eine Scheiße, die verstehe ich einfach nicht. Also, tut mir leid. Könnt ihr das Hörbuch da oben mal bitte leiser machen? Ich höre die ganze Zeit, wenn jemand Ariel schreit. Sorry, hat das jemand verstanden? Ich nicht. Was war denn nun, Erfurt, was war denn nun der Grund, dass du Schluss gemacht hast? Naja, sein reduzierter Hygienestand und die fehlende Wellenlänge. Aufgrund seiner einfachen Verbindung zu seinem Kopf habe ich mich... Ja doch, aufgrund seiner einfachen Verbindung in seinem Kopf haben mich gestört. Abgesehen von nicht vorhandenen Gefühlen. Und was hast du ihm gesagt? Hab gesagt, er hat was Besseres verdient. Bin ja eine Nette. Ich würde nur mal erklären, warum mein Gesicht ausschließlich in deinen Schlüppern landet. Ich komme aus Berlin. Wien. Kann heute nicht ins Kino mit dir. Ein Freund braucht mich zum Reden. Lol, mir hat noch nie wer abgesagt. Scheiß auf ihn, ich biete dir eine geile Nacht. Weißt was, Hübsche? Geh in den Wald und schlutsch einen Käfer. Ja, da ist Patty. Patty, sag mal, komm mal, ich würde dich ja hochheben, aber Patty kann man nicht hochheben. Patty, sag doch mal hallo. Warte mal. Patty! Schön in die Kamera geguckt. Ich muss ja nur wieder genau so drauf kriegen. Keine Ahnung. Ist das noch gut, ja, ne? Warte, ich muss mal gucken, Alter. Ja, es tüfte. Machen sie sich wieder gut aus, ey. Berlin wieder mal. Kann mich an nichts mehr erinnern. Was ist da gestern passiert? Alter, wir haben uns gestern nicht mal gesehen. Ja, hallo, Patty, stumm als Mikro. Patty, hier ist dein Mikro. Hallo. Hallo. Ist scheu. Sehr gut gemacht, Patty. Und wie ist London so? Auch aus Berlin. Und wie ist London so? Dann kommt ihr wieder. Hey Mama, hier ist alles schick und wir sind gerade durch Zufall mit antifaschistischen Fußballfans auf Papptour. Gerade waren die Bullen da. Das klingt gut. Vergiss nicht, morgen Montag ist Kaffee trinken bei Oma. Liebe Grüße. Okay. Ja. Egal was ich mache, dir bleibt nur das Megatitten im Gedächtnis. Ja, Megatitten bleiben mir sehr wohl im Gedächtnis.
Ach Scheiße, das Negative meinte ich. Hä? Aber jetzt ist die Ernsthaftigkeit eh flöten. Hab dich trotzdem lieb. Also ganz ehrlich, Leute, ich glaube, die kriegen wir nichts Vernünftiges hin, ey. Das ist alles. Ja! Also jetzt mal ganz ehrlich, in deinem Buch damals, da waren noch bessere Sprüche drin, oder? Als das hier? Keine Ahnung. Weiß nicht. Gib's zu, mein Oberschenkel fühlt sich an wie ein Penis. Was ist mein Witz? Ohne Witze. Wer schreibt denn sowas? Hab heute Nacht schon wieder von dir geträumt. Ich habe geträumt, dass ich meinen Pulli-Ärmel in Gulasch halte. Ach so, einer schreibt, ich habe heute Nacht schon wieder von dir geträumt. Der andere schreibt, ich habe geträumt, dass ich meinen Pulli-Ärmel in Gulasch halte. Dann der andere wieder, okay, das ist schwer zu toppen. Das ist eine Kacke, ey. Ja, ich glaube, jetzt machen wir hier mal Ende, weil das. Also, da sind die nicht. Ich habe auch schon wieder eine Idee für nächstes Video, also lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen, weil das wird, glaube ich, auch ziemlich witzig. Wird dann aber eine ab 18er-Version, glaube ich. Aber das ist ja dann eigentlich umso besser, gell? Ne? Und, ja, dann bedanke ich mich. Würde ich sagen, für Zuschauen hier. Liebe Grüße nochmal nach da hinten, da, Nürnberg, da die Ecke, oder was weiß ich, wie heißt der, Kapstein? Ne, ja? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber, liebe Grüße an alle, die mich da noch kennen oder vielleicht kannten oder. Ach, guck mal, da ist jetzt Selapettis Ohren. Oder von mir hören möchten. Also an alle. Kelle? So, ja, okay, bis denne. Schuss! Thank you.